Was genau ist eigentlich die Brennweite? Ja, das ist ein Thema, das wir heute auf jeden Fall mal besprechen müssen, denn es gibt hier ja durchaus zwei Lager. Einmal das Lager der Festbrennweite und einmal das Lager der variablen Brennweite. Und zu welchem ich mich tatsächlich dazu gezähle, das schauen wir uns ganz am Ende des Videos an. Um aber zu verstehen, was genau die Brennweite ist, schauen wir uns das Ganze erstmal technisch an. Also, die Brennweite ist immer in Millimeter angegeben, denn es geht hier tatsächlich um einen gewissen Abstand. Und zwar den Abstand zwischen Linse und Brennwinkel bzw. Brennpunkt, der kurz vor eurem Sensor liegt. Das heißt, genau dieser Abstand wird als Brennweite definiert und der kann eben variabel als auch fest sein. Der große Unterschied ist dann mehr oder weniger einfach nur der, dass eine variable Brennweite eben hier den Unterschied definieren bzw. variieren eben kann. Das heißt, ihr könnt Objekte zum Beispiel in der Entfernung näher heranholen. Ihr könnt aber auch auf Bedarf das Objektiv etwas weitwinkliger einstellen und somit mehr in das Bild bekommen auf einmal. Wenn ihr eine Festbrennweite habt, ist dieser Bereich eben nicht zu bewegen. Das heißt, er ist einfach auf eine gewisse Brennweite eingestellt, zum Beispiel 50 mm. Und mehr könnt ihr da dann auch nicht wirklich machen. Das heißt, hier definitiv großer Unterschied. Bei einer variablen Brennweite könnt ihr aus einem Blickwinkel mehrere verschiedene Positionen bzw. mehrere verschiedene Looks kreieren. Bei einer Festbrennweite müsst ihr euch einfach immer von A nach B bewegen, um hier tatsächlich einen unterschiedlichen Look hinzubekommen. Das heißt, kurz gesagt, eine große Brennweite sorgt dafür, dass ihr Objekte in der Entfernung näher heranholen könnt. Der Bildausschnitt an sich wird aber definitiv kleiner. Eine kleine Brennweite heißt umgekehrt dann, dass ihr quasi viel auf einmal in euer Foto hineinnehmen könnt und somit zum Beispiel hohe Häuser oder andere Themen, die einfach direkt vor euch sind, zum Beispiel auch einen Raum, wenn ihr viel innen drin arbeitet, direkt aufnehmen könnt, ohne dass ihr hier mehrere Fotos zu einem zum Beispiel später zusammenschneiden müsst. So, was ist jetzt nochmal dann generell der Unterschied zwischen Festbrennweite und variabler Brennweite und warum finde ich die variable Brennweite tatsächlich besser? Der große Unterschied ist, dass in den allermeisten Fällen die Festbrennweite bessere Blenden hat. Was die Blende genau ist, schauen wir uns an einem anderen Video an. Da klickt ihr einfach gerne mal hier oben. So, aber der große Unterschied, wie gesagt, ist, dass eben die Blende unterschiedlich ist. In den allermeisten Fällen hat die Festbrennweite die bessere Blende, also die geringere Blendenzahl und ist dadurch lichtempfindlicher. Beziehungsweise es kommt einfach mehr Licht von vorne durch das Objektiv zum Sensor, was am Ende des Tages gut ist, mit dem man natürlich auch schöne Bouquets im Hintergrund, Tiefenunschärfe erzeugen kann. Warum ich aber die variable Brennweite liebe, ist einfach der große Unterschied. Ihr habt ein Objektiv, das für mehrere Themen geeignet ist. Und nachdem ich echt gerne unterwegs bin, gerne Streetfotografie mache, ist es einfach so, dass es für mich gar keinen Sinn macht, mehr als zwei Objektive mitzunehmen. Das heißt, ich habe immer ein weitwinkliges bis ja, leichte Zoomgröße dabei, also so ein 16 bis 75 mm und habe dann ein 75 mm bis 300 mm dabei, um quasi die nächste Range abzudecken. Aber eine Festbrennweite macht in der Form für mich gar keinen Sinn, weil dann würde ich mir mehr oder weniger einen Klotz ans Bein binden, wo ich gar nicht wirklich das machen könnte, was ich will. Natürlich gibt es auch die ganz großen Vorteile. Wie gesagt, ist das Licht stärker. In den allermeisten Fällen sind die Festbrennweiten auch etwas kleiner von der Größe her. Von daher gibt es auch hier Vorteile. Für mich ist aber definitiv variable Brennweite das Mittel meiner Wahl. So, jetzt wisst ihr, was die feste und die variable Brennweite sind und generell, mit was ihr lieber arbeitet, könnt ihr natürlich jetzt selbst entscheiden. Probiert das einfach mal aus. Oftmals sind am Anfang einfach Festbrennweiten etwas einfacher zu bedienen, weil ihr hier nicht noch darauf achten müsst, was tatsächlich mit dem Model passiert. Denn wenn ihr eine variable Brennweite habt oder generell die Brennweiten ändert, tatsächlich passiert auch was mit dem Gesicht bzw. mit dem Look des Objekts. Und von daher schauen wir uns das definitiv im nächsten Video an. Wenn ihr jetzt aber persönlich nochmal Fragen habt oder einfach eine Begleitung bei eurem Projekt braucht, checkt gerne mal unsere Website aus. Dort bieten wir euch eine Side-by-Side-Session an und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video.